Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Ist Ihnen beim Weihnachtseinkaufstrubel aufgefallen, dass viele Produkte gar nicht teurer geworden sind? Manche Artikel haben seit 5 Jahren denselben Preis. Eigentlich ja nicht so übel, denn wer mag schon steigende Preise? Aber in unserem Wirtschaftssystem ist eine leichte Inflation hilfreich und auch nötig. Denn wenn die Preise steigen, dann investieren Unternehmen und wir kaufen alle mehr ein, weil wir glauben, es könnte demnächst teurer werden. Aber die Inflation ist niedrig. In Deutschland lag sie im November bei 1,1% und die Europäische Zentralbank hätte sie gerne höher, nahe 2%. Im Lehrbuch der Ökonomie bringen höhere Löhne und niedrige Zinsen mehr Inflation. Das war auch früher so. Die Zeiten aber sind vorbei. Jetzt steigen die Löhne, die Zinsen aber sind verschwunden. Und kaum mehr gibt es Bewegung bei der Inflation. Entscheidender für die Geldentwertung heute ist unser aller Kaufverhalten. Früher waren Preisvergleiche für uns ziemlich aufwendig. Heute aber reicht ein schneller Blick ins Netz, um den besten Preis zu finden. Das hemmt die Inflation. Die EZB hält mit ihren Werkzeugen der Geldpolitik dagegen. Sie hält den Leitzins unten, damit wir mehr Geld ausgeben, statt zu sparen. Sie verschärft den negativen Zins für Banken, damit diese Kredite vergeben, anstatt das Geld zurückzuhalten. Zusätzlich erhöht die EZB die Geldmenge mittels des Ankaufs von Anleihen. All das, um die Inflation zu erhöhen, wichtige Elemente unseres Wirtschaftssystems wieder ins Lot zu bringen und die Wirtschaft zu stärken. Und dennoch, das wird wahrscheinlich nicht reichen, um in die Nähe von 2% Inflation zu kommen. Daher stellt die Europäische Zentralbank unter ihrer neuen Präsidentin Christine Lagarde dieses Inflationsziel auf den Prüfstand. Bis Ende kommenden Jahres soll es dazu eine Entscheidung geben. Und bis dahin werden wir wohl eher wenig Inflation erleben. Heute erleben wir an der Börse fallende Kurse. Die Endphase des Jahres läuft. Es sind nur noch 5 Handelstage. Bis zum Jahresende und das Leitbarometer liegt heute bei 13.212 Punkten. Das sind 10 Zählerchen weniger als gestern. Und für Ihren Weihnachtseinkauf, sofern Sie den noch nicht abgeschlossen haben, wünsche ich allerbeste Nerven in den letzten Tagen und für heute wie immer an dieser Stelle einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.